Welkom bij Oranje Live op... Der Wolf ist gelandet, aber auch die Holländer sind jetzt da. Heute ist das Spiel mit der höchsten Risikoeinstufung in der gesamten EM bisher und die Polizei Berlin ist mit minder besetzter Truppe in der Stadt unterwegs. Es wird wirklich ein spannender Abend. Wir können uns schon die ersten Wölfe anschauen, die das Teamhotel der Türken gefunden haben, das Ritz-Hotel in Mitte. Sie haben sie ausgiebig mit dem Wolfsgruß begrüßt. Aber ebenfalls hier die Aufstellung zum Fanwalk, die Aufstellung am Breitscheidplatz. Gigantische Menschenmassen, gigantische Fahnenmeere. Und wenn man sich anguckt, wo die Oranjes sind, da sind noch nicht so viele wie bei den Türken, aber die Türken haben in Berlin Heimvorteil. 200.000 Berliner haben türkische Abstammung oder 200.000 Türken leben in Berlin. So ganz klar ist mir das gar nicht. Die Zahl 200.000 wird immer nur wieder genannt. Ich bin gespannt, ob es heute friedlich bleibt. Ich zeige dir hier nebendran die ganze Zeit ein paar Bilder. Ich bin gespannt, wie es heute abgeht. Ich bin vor allem gespannt, haben wir wieder so einen super Schiedsrichter, auch für die Niederländer und die Türken. Ich gönne es ja den Niederländern. Ich weiß aber nicht, was die Türken dann machen, wenn sie ausscheiden heute. Es ist wirklich spannungsgeladen. Die Hotspots der Polizei sind die Sonnenallee und der Hermannplatz, Kurfürstendamm, wo ich gestern war mit dem Livestream für euch und eben die Spiele, also um die Spielstätte herum mit den ganzen Fans. Wo soll ich heute Abend mich präsentieren? Beziehungsweise wenn wir in Verlängerung gehen und Elfmeter schießen, wäre der Livestream wirklich sehr, sehr spät. Wenn du den Livestream heute Abend sehen willst, kommentier das doch mal unter diesem Video, damit ich weiß, ob es sich lohnt, so lange wach zu bleiben und in den Außeneinsatz zu gehen. Gestern war ja leider wenig los. Ich denke, heute sehen wir alles. Fahnenmeere, Böller, Schusswaffen, getunte Autos, Leute, die auf Autos fahren. Es wird mit Sicherheit auch wieder Verletzte geben. Ob es Tote gibt, wie bei dem letzten Türkei-Spiel, wo einer bei einer AMG-Probefahrt einen Rentner erwischt hatte, keine Ahnung. Aber es soll auch in Berlin unterwegs sein, der türkische Geheimdienst. Es geht hier um JTM. Sie sollen wohl hier auch Jagd auf Oppositionelle machen, gerade in solchen Nächten, wo die Polizei wenig bis nichts tun kann. Also werden sich wohl die Kurden jetzt zu Hause verstecken müssen und die Armenier und alle, die die Türken hier in Konfliktregionen schon drangsaliert haben. Aber ich will mich dazu gar nicht weiter äußern. Schwieriges Thema. Man tritt sowieso immer jedem auf den Schlips und jeder fühlt sich falsch wiedergegeben und nicht richtig verstanden. Wie ist deine Meinung heute zu diesem Spiel? Wie findest du das, dass Erdogan hier versucht, den Nationalstolz der Türken als außenpolitisches Instrument in unserer Innenpolitik einzusetzen? Ich gönne es den Türken. Ich gönne den Türken auch den Stolz auf ihre Mannschaft. Ich gönne den Türken auch die ganzen Fahnen bei diesem Spiel. Allerdings gönne ich es nicht, wenn die Türken hier nur für Hass und Hetze sorgen. Und zwar gerade dann, wenn man behauptet, die Türken hätten keine schlechte Vergangenheit. Die Armenier und so weiter, die Kurden. Was ist da alles passiert? Wer sagt, es gäbe bei den Türken keine dunkle Vergangenheit, der lügt sich genauso ins Täschchen wie die, die sagen, in Russland gibt es keine Probleme. Ich bin gespannt, wie du das hier siehst. Abonniere doch den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du auch den Livestream nicht, wenn ich heute Abend live gehe. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung, was du denkst, wie Berlin morgen aussieht und wie die Bilanz für die Polizei aussieht. Ich gehe mal von mindestens 30 bis 50 Festnahmen aus und mindestens eine, sagen wir mal, 24 verletzte Polizisten. Sage ich jetzt einfach mal so. Schauen wir mal, wie es morgen früh aussieht. Schauen wir mal, wie es heute Nacht aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und damit ciao, bis bald. Thank you.
Thank you.